Gözbeli hatte letztes Jahr den ADVC 55 abgekündigt. Der ADVC 55 ist eigentlich ein Klassiker bei den Konvertern. Ein Wandler um F-Bus, also Normalvideo, und YC, S-Video nach DV, nach Firewire zu wandeln. Es gab einfach nicht mehr so viel Nachfrage nach dem Gerät. Das Gerät wird immer noch ausgeliefert von Händlern, die ihn noch am Lager haben. Bei uns sind auch noch zahlreiche Stück am Lager. Hergestellt wird er nicht mehr, und jetzt gibt es generell die Frage, steigt denn Gözbeli aus diesem Konvertermarkt aus? Ich habe hier bei mir Takauchi-san, das ist der Leiter von Gözbeli in Japan, der zuständig ist für die ADVC-Geräte und gleichzeitig auch für EDIOS. Takauchi-san, about the future of the ADVC converter, will there be converters from Gözbeli in the future? Of course, we are continuously developing the ADVC converters. The current model is continuing, and also we are improving the features of those converters. Also, we have the new design now. Oh, can you tell us something about the new design? Okay. We have a new design using the purple color, that is the corporate color of the new Gözbeli. We are changing those hardware into using the purple color for the unified design for all the products. So ADVC is one of them that is coming soon. And we will be making the new design ADVC converter. That is the first step. The important step at this moment. Mm. I understand. Yeah, thank you very much for this feedback and have a great NAB show. Okay. Thank you. Ich führe das noch ein bisschen aus, was er gesagt hat, und zwar die ADVC-Konverter, die bleiben so bestehen, wie sie bisher sind, und ich werde jetzt gleich im Anschluss was zu den einzelnen Konvertern sagen. Ich entlasse ihn aber erstmal kurz hier aus der Ecke. Also ich fasse mal kurz zusammen, was Takauchi-san gesagt hat. Es ist so, dass die ADVCs weiterentwickelt werden und die ADVC-G-Serie, die professionellen ADVC-Konverter, die gibt es im Prinzip in gleicher Form wie bisher, nur allerdings jetzt im neuen firmentypischen Design. Das heißt, in der Farbe lila und ein bisschen angepasst von der Gestaltung. Die werden etwa im Laufe des Jahres oder Ende des Jahres dann in diesem neuen Design erscheinen. Bislang gibt es sie so wie bisher noch zu kaufen. Die einzelnen Konverter stelle ich vielleicht im Folgenden kurz vor. Der ADVC G1 ist im Grunde genommen ein alles nach SDI Konverter. Das heißt, man sieht hier, er hat also sowohl einen HDMI-Anschluss als auch einen DVI-Anschluss. Der DVI-Anschluss ist ein DVI-E, also der kann sowohl DVI-D, digital, als auch DVI-A, also analog VGA, konvertieren. Das heißt, man packt einfach einen kleinen VGA-Konverter vorne drauf und kann dann auch mit einem VGA-Signal reingehen und dies nach SDI wandeln. Eine Funktionalität, was viele gar nicht wissen, dass dieser Konverter auch mit unterstützt. Gleichzeitig ist es natürlich möglich, dass das Gerät auch Komponent, F-Bus und S-Video konvertiert. Dazu hat man hier die entsprechenden Anschlüsse. Der Ton wird über symmetrische Klinkeneingänge in das SDI-Signal embedded. Und man hat auch die Möglichkeit, ihn zu takten. Das heißt, er hat einen Reference-In. Also man kann den Haustakt oder jetzt gerade, wenn man eine Situation hat von der Live-Produktion, wo man nicht ein Frame verlieren möchte, weil das Gerät sonst neu das Videosignal takten müsste, kann man hiermit das Delay in einer Video-Live-Produktion reduzieren, indem man eben den Reference-In verwendet. Gleichzeitig steht auch noch ein digitaler Audioeingang zur Verfügung. Es ist also ein relativ komplexes Gerät, was wir bei uns in der Firma sehr gerne als Problemlöser einsetzen. Wir haben es zum Beispiel bei jeder Digitalschnittmesse für unsere Präsentationstechnik im Einsatz. Jeder Computer wird hier im Prinzip über DVI angeschlossen und daraus ein SDI-Signal gemacht, was wir dann anschließend mit einem Blackmagic Design Mischer in 3G, also 1080p60, abmischen. Das ist nämlich eine weitere Besonderheit von diesem Gerät, dass er die Computersignale, die mit 60 Hertz reinkommen, in ein Videosignal wandelt, was dann 59,94p hat. Also eine sehr schöne Lösung, ein echter Problemlöser, und das wird es weiterhin selbstverständlich geben und in der Zukunft dann eben in einem lila Design. Das weitere Gerät, der ADVC G2,
Der hat das Motto digital nach analog. Das sieht man daran, wir haben also sowohl einen SDI-Eingang als dann auch einen HDMI-Eingang. Und von diesen Signalen geht es in die analoge Welt, also nach Component, nach FBus. Und auch hier hat man einen Audio-D-Embedder. Man kriegt also den Ton entsprechend raus. Einmal als digitales Signal, aber auch als analoges Signal hier wieder über symmetrische Klinkenanschlüsse. Interessant ist auch, dass das SDI-Signal durchgeroutet wird. Das heißt, man hat dann auch noch zwei SDI-Ausgänge, sodass man das Gerät auch hier als Signalverstärker für eine Strecke zum Beispiel einsetzen kann. Das nächste Gerät ist der ADVC G3. Da steht diese 3 eigentlich gleich ein bisschen auch für einen Marktbereich, der ja in der Vergangenheit wieder etwas an Bedeutung verloren hat, nämlich 3D. Hiermit ist es möglich, zwei SDI-Signale, wie zum Beispiel linkes und rechtes Auge, in ein HDMI-Signal, das dann 3D vorliegt, zu konvertieren. Der Konverter eignet sich aber wunderbar auch als einfacher SDI nach HDMI-Konverter und er berücksichtigt dabei auch professionelles Surround-Audio, was viele Lösungen falsch konvertieren. Wir haben das mal verglichen mit anderen Konvertern auf dem Markt. Wenn also SDI zugespielt wird, dann kommt in vielen Fällen bei HDMI die Audio-Kanal-Verteilung falsch raus. Hierzu gibt es beim ADVC G3 einen DIP-Schalter, der sowohl die standardisierte als auch nicht normale Konvertierung zulässt, die nicht normale Konvertierung, so wie sie andere Geräte machen. Ja, interessant. Auch hier, dass es noch einen zusätzlichen Audio-D-Embedder gibt, wo man die Möglichkeit hat, Audiosignal dann auch analog noch abzugreifen und entsprechend zu kontrollieren. Der dritte Konverter ist eigentlich gar kein Konverter im klassischen Sinne, sondern ist vielmehr ein Sync-Generator. Das heißt, dieses Gerät ist in der Lage, verschiedene Referenzsignale zu produzieren, verschieden deshalb, weil es mehrere Gruppen gibt, die man auch miteinander verschalten kann. Es gibt also einen Ausgang oder eine Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C. Das sind jeweils drei Anschlüsse, die kann ich auch miteinander kombinieren. Auf die Art und Weise kann ich mehrere Gruppen bilden von Geräten, die im gleichen Takt laufen. Theoretisch kann ich aber natürlich auch alle in exakt den gleichen Takt bringen, also 9 Geräte, die ich hier mit ansteuern kann. Sehr nützliches Gerät, eben gerade für eine Live-Produktion, wo ich mehrere Geräte habe, wo ich dann zum Beispiel auch so ein ADVC G1 betreibe, damit die Geräte genau im gleichen Takt laufen, auch die Kameras, die angeschlossen sind und ich dadurch weniger Delay, also Verzögerung bei meinem Live-Mischvorgang habe. Ja, das ist im Prinzip ein kleiner Überblick gewesen über die hier verfügbaren 4 ADVC Ja, G-Bricks, G-Ziegelsteine, wie sie liebevoll von Grass Valley genannt werden. Und diese Geräte gibt es jetzt und auch in Zukunft.